Der Wirkstoffgehalt bei Cannabis ist ja über die Jahre hinweg immer weiter angestiegen. Wir haben Indoor-Plantagen, da wird professionell gezüchtet, das heißt, die Wirkstoffmenge ist immer höher. Ich wollte fragen, ob Sie dies in Ihrer psychiatrischen Praxis auch dann festgestellt haben, die Auswirkungen. Bemerkt man das? Ja, das merkt man unmittelbar im klinischen Alltag, aber auch dann zu der Professor Thomas und auch die toxikologischen Aspekte werden beleuchtet. Das ist ein wichtiger Punkt. Psychiatrisch auch zu bemerken. Ja, wir haben einen massiven Anstieg von Cannabis-Psychose. Also massiv, das sagen alle. Also wir lesen ja nicht nur wissenschaftliche Studien, sondern unsere eigenen Erfahrungen, sondern wir fragen auch die Kollegen. Ja. Also ich habe mit der Chefärztin eines großen psychiatrischen Zentrums lange darüber gesprochen, also nicht nur in der Studie. Es ist ja nicht so dominant, weil die gehen dann meist doch in andere Institutionen und dann ist ein massiver Anstieg. Bitte sehr. Sie stellen in den ganzen Ausführungen auch das psychoaktive THC überwiegend. Ist nicht das richtig? Ja. Also was halten Sie von Züchtungen, die kaum psychoaktives THC enthalten und dementsprechend in anderen Bereichen, beispielsweise bei Cannabidiol, extrem hoch gezüchtet sind im therapeutischen Bereich? Ja, die haben kaum psychoaktive Wirkungen und werden ja auch eingesetzt als Medikamente bei Spastik. Also wie würden Sie dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, ausdrücklich auskennen? Insbesondere zum Beispiel bei der Epilepsiebehandlung. Würde ich ausklammern, wobei das Stichwort Epilepsiebehandlung, da habe ich mir mal die Studien schicken lassen vom Deutschen Handelsverband. Ich habe mir eine einzige geschickt und eine benannt. Da wurden 100 Kinder damit behandelt, 3 sind gestorben, ja, und es gab keine Verbesserung. Sagt Ihnen die US-amerikanische Stiftung Real Move Caring etwas? Sagt mir nichts, aber wir können das vielleicht, das ist wirklich ein Thema, dann, wenn es auf den medizinischen Gebrauch geht, den wirklich in der Diskussion fundiert. Ich wollte bloß Ihre Ausführung nochmal für mich jetzt eingrenzen. Also das haben Sie gut gemacht, danke. Ja, ich habe das ja auch erwähnt, dass das Cannabidiol da diese Psychiatrie. Aber die Cannabidiol ist immer auch uninteressant, dann in den Joint zu haben. Das ist wohl. Wenn ich sehe, gibt es keinen akuten Rückfragebedarf im Augenblick, aber das wird uns natürlich weiter beschäftigen und ich darf noch einmal ganz herzlich danken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.